Unser Cheftrainer Bradley Gratton ist bei uns zum wöchentlichen Pressegespräch. Wir wollen mit ihm auf die Spiele am kommenden Wochenende schauen. Freiburg zu Gast in der Energieverbund Arena und die Reise am Sonntag geht dann nach Kassel. Welcome, Brad. Good to have you here. So maybe you can share your impressions of Freiburg with us and how has the last days been like for you and the team? Freiburg, you know, they won their last game, and they lost a couple before, and you know, we're going over that this week and with video and stuff and getting the guys prepared. But I think you know, our team still needs to work on our stuff, and you know, we'll be prepared for Freiburg, but we're going over some stuff and some different things too that we want to do to move forward, and you know, it's getting set up really for our team from the last games. You know, we didn't get the 3 points from the last game. We got one, but the room is good atmosphere. It's good. It's a good week. You know, guys had a day off the other day, and we went back at it today. And you know, it was good atmosphere in the room. We went did some video today, and you know, came to work, and we'll be ready tomorrow. Ja, sagt Freiburg, nach einigen Niederlagen im letzten Spiel einen Sieg feiern können. Die werden natürlich mit Rückenwind nach Dresden kommen und wollen natürlich ihre Serie dann entsprechend ausbauen, einen zweiten Sieg nachlegen. Aber er sagt, die Mannschaft wird vorbereitet sein. Dresden leider im letzten Spiel nur einen Punkt geholt. Er sagt, das ist sehr schade, weil eigentlich vom Grundsätzlichen her er viele positive Dinge gesehen hat in den letzten Spielen. Und ja, es gab aber auch noch viele Dinge, wo man dran arbeiten muss. Es ist aktuell aufgrund der Vielzahl der Spiele nicht so wirklich möglich zu trainieren. Gestern hat er der Mannschaft einen Tag freigegeben, damit sie einfach ein bisschen wenigstens regenerieren kann. Heute ist man dann frisch ans Werk gegangen und hat sich auf Freiburg vorbereitet, sich mit Freiburg das erste Mal beschäftigt und wird es dann morgen nochmal fortsetzen vor dem Spiel. Ja, on Tuesday, Corey Nielsen, the coach of Weißwasser, said that there were so many games in the last day, so he used it maybe as an excuse because, yeah, the team maybe didn't, bring it to the ice in the second and the third period like he wanted to. Is this kind of excuse for your team too, or do you say it's not possible to be tired at all? Well, I mean, I don't really want to speak for Weißwasser. I'm not in their team, and you know, that's their right to judge their team the way they want, and you know, I respect that. For us, you know, I want our guys. You know, they're up there in the standings. We're not, and we can't afford to make any excuses. You know, if we're tired, we're tired. We have to fight through it. You know, a lot of teams play a lot of games in different leagues and have to battle through it, and there's no difference from us. We need to battle through it, and you know, if we're up in the standings, maybe we could use that a little bit, but right now we need to be prepared for every game. We can't afford to say, you know, we're tired tonight or we're not prepared tonight. We can't do that. We need to be prepared and ready to go, and I understand guys can be tired, but we have to battle through it. It's not even in my head, to be honest, that we're tired and everything. We had a day off yesterday. The guys should be ready to go tomorrow. This team, we can't be using excuses. We need to come to play and keep going here and build on these last three games. Ja, also am Dienstag hatte Corey Nielsen, der Trainer von Weißwasser, angemerkt, dass nach der Vielzahl der Spiele, 6 Spiele in 12 Tagen, vielleicht der ein oder andere Spieler auch ein bisschen müde war, hatte das angemerkt für sein Team. Jetzt die Frage an Brad, wie er das sieht, ob das bei Dresden vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, auch im nächsten Spiel. Sagt er, also aus seiner Sicht ist es einfach so, Weißwasser ist in der Tabelle weiter vorn, da kann man vielleicht darüber nachdenken oder es könnte vielleicht in den Kopf kommen, aber in der Situation, in der Dresden sich aktuell befindet, hinten in der Tabelle zu stecken, da gibt es keine Entschuldigung, da muss man auf jedes Spiel bestens vorbereitet sein. Und ja, wenn man müde ist, wenn man das Gefühl hat, vielleicht nicht bei 100% zu sein, muss man sich einfach auch durch diese Phase durchkämpfen, weil es müssen jetzt Punkte geholt werden in jedem Spiel und da gibt es einfach keine Entschuldigung an dieser Stelle. Thank you and good luck for the weekend. Danke.